Jetzt kommt der Eye-Check von Megathoma Elephas hier in der deutschen Playlist über diese schöne große Käferart aus Mittelamerika. Megathoma Elephas. Elephas kommt ja vor allem so Mexiko und südlich von Mexiko vor. Und sind auch andere Unterarten dann noch bekannt. Hier in der Box war ein Weibchen drin. Und zwar, wie lange war das drin? Das war am 21. April, also vor 3 Monaten, hier in diese Box gesetzt worden mit einem Männchen zusammen. Es war am 21. Mai, war es gestorben. Und ich denke, dass wir das hier jetzt nach 2 Monaten mal durchchecken könnten, ob wir da bereits Eier finden können oder eventuell sogar Larven. Da oben hat es Beetle-Jellies leere, jede Menge. Dann natürlich diese Hautstücke, die die Tiere animieren dazu, Eier abzulegen im Substrat. Das habe ich jetzt wirklich diese Erfahrung relativ deutlich. Wenn man das macht, weißfaule, sehr weiche Hölzer hineinlegen in diese Fruchtcontainer, dann werden die Weibchen angeregt, da ihre Eier abzulegen, weil sie denken, dass das ein Substrat für ihre Nachkommen. Und jetzt geht es also da mal darum, da durchzuchecken, ob das Weibchen hier irgendwelche Eier oder abgelegt hat und ob daraus bereits etwas geworden ist. Aber es kann natürlich auch sein, dass mal ein Weibchen vielleicht noch nicht richtig befruchtet worden. Die Weibchen leben ja zum Teil jetzt immer noch. Die sind jetzt in anderen Boxen. Und natürlich, wenn am Anfang, da ist zwar schon eine Larve, das ist schon ein ganz klares Zeichen. Wo ist jetzt die? Da sind mehrere Larven schon. Und die mal anschauen. Der kleine L1 von Megathoma Elephas, dieses Riesentier, wird ja bis zu 100 Gramm schwer als fertige große L3-Larve, sogar über 100 Gramm. Wie klein sind jetzt diese ersten Larven, die gerade aus dem Ei gekommen sind? L1, ja, die sind vielleicht jetzt 1 cm lang, wenn man die hier sieht. Was mache ich mit denen? Die kommen jetzt in kleine solche Boxen, die ich vorbereite. Für jeweils eine Larve, da hat es dann Platz drin, bis sie eine L2 geworden ist. Nachher kann man die dann eventuell umtopfen. Man kann hier ruhig, bei Megathoma kann man also ruhig 2 Larven in ein solches Gefäß ergeben. Die sind nicht kannibalisch. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass bei Megathoma auch, dass die sich einsam fühlen, wenn die alleine sind, also machen wir hier 2 Stück rein. Etwas altes Substrat drauf. In jede Box 2 Larven und dann wieder checken, circa in einem Monat, wie die gewachsen sind, ob die richtig vorwärts kommen in dem Substrat und dann nachher vielleicht in eine größere Box umpflanzen. So, und jetzt geht es natürlich darum, dieses Material hier schön durchzusuchen, ohne dass man da leicht zu fest drückt beim Durchsuchen, um nicht eine Larve zu zerstören oder ein Ei zu zerstören, das da drin noch abgelegt ist und das vielleicht noch nicht ausgeschlüpft ist jetzt. Und das wird sicher 2-3 Minuten dauern. Ich komme dann wieder zurück, wenn ich dann alle durchgecheckt habe. Aber ein Erfolg ist auf jeden Fall schon. Wir haben schon 2 Larven jetzt gefunden, L1, das deutet darauf hin, dass da noch einiges gefunden werden könnte. So, jetzt sehen wir hier den Schluss etwa. Das ist jetzt der untere Teil der Box. Da kann man eventuell noch Eier finden. Zum Beispiel hier diese weiße Stelle könnte ein Ei sein. Mal schauen, ob das wirklich so ist. Oder ob das ein Steinchen ist. Nein, das ist ein Steinchen. Aber hier jetzt im unteren Bereich der Box hat es ziemlich viele Larven gehabt. Da ist zum Beispiel gleich noch eine, die da rausgefallen ist. Voilà. Die sind noch nicht sehr groß, diese Larven, die sind also alle noch L1 und L2
Hier ist eine ganz kleine da unten zu sehen, frisch geschlüpfte L1. Dann hier ist eher eine etwas größere L1. Dann hier sind zwei L1 drin. Das heißt, die Ausbeute ist recht gut. Ich habe also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 bis jetzt gefunden. Und vermutlich kommen hier nochmals etwa ein, zwei Larven dann dazu. Das heißt, in einer 22 Liter Box, die man sorgfältig aufbaut, unten mit diesem verpressten Black Soil oder so Gartenerde obendrauf, zwei, drei weißfaule Hochstücke, dann dieses schon fast schwarze Flake Soil dazu, gut feucht machen das Substrat. Da legen die Weibchen eigentlich sehr gerne Eier ab, wie wir das jetzt hier gesehen haben. Und das Weibchen lebt ja immer noch, ist jetzt in einer anderen Box. Wir werden mal schauen, wie viele Nachkommen dass dieses Weibchen da noch insgesamt produzieren wird. Hier ist noch ein schönes Ei jetzt zu finden. Ganz großes, frisch, also das ist relativ kurz vor dem Ausschlüpfen jetzt. Das ist also schon so aufgepumpt, das Ei hier. Mal schauen, wie das da ist. Genau da unten sehen wir das. Das ist also recht groß jetzt schon. Das werde ich jetzt noch vielleicht da in einen Kanal. Da werde ich wahrscheinlich jetzt hier gerade in der Dose einen kleinen Kanal machen. Das Ei dann da verstauen. Wir spielen da ein bisschen Golf damit. Bumm, so, voilà. Dann kann das Ei sich hier jetzt auch noch fertig entwickeln. Das wird jetzt nicht mehr lange gehen, bis sich jetzt das da entwickelt hat. Und die anderen Dosen, die werde ich jetzt auch sorgfältig verschließen, damit die Tiere sich da wohlfühlen. Und der nächste Check hier, der wird so in circa einem Monat dann sein. Dann werden wir mal schauen, ob die Tiere schon zugenommen haben, ob wir die eventuell bereits wechseln müssen in ein anderes, in ein größeres Gefäß. Die sind ja hier 200 Milliliter und eventuell könnte sein, dass so in einem Monat, die schon so gewachsen sind, dass man die bereits in eine größere Dose geben muss. Danke fürs Zuschauen.